Moin YouTube, heute soll es mal Pfeifen gehen. Heute gar keinen Tabak am Start. Tabak gibt es natürlich auch, aber es geht heute primär um Pfeifen. Und zwar, ich halte einfach mal drei Modelle in die Kamera und ich denke, dann sollte jedem relativ schnell klar sein, welche Pfeifen es sich hier handelt, von welchem Hersteller. Guck mal, was zierlicheres Modell. Und zwar geht es um die Firma Kapp und Petersen aus Irland, genau gesagt Dublin. Ein bisschen was zur Historie mal gesagt. Die Firma Petersen, eigentlich ursprünglich mal ein Tabakwarenladen, Pfeifenladen von Friedrich und Heinrich Kapp, die als deutsche Auswanderer nach Dublin gegangen sind und dort einen Laden eröffnet haben, der sich da befand in der Grafton Street in Dublin. Ich weiß nicht, wie es heute aussieht, aber ich zeige euch mal ein Bild, wie es in jüngster Zeit aussah. Also die Firma Kapp und Petersen schon lange nicht mehr an diesem Ort in der Grafton Street, aber immer noch deutlich Spuren zu sehen. Ja, und eines Tages kam der Litauer Charles Petersen in den Laden der Kapp-Brüder und sagte: Pass mal auf, Jungs, ich baue noch oder ich zeige euch, wie man richtig Pfeifen baut. Und das war so ein bisschen die fast Geburtsstunde der Systempfeife oder des Systempatents, was wir in dieser Pfeife haben, aber eben auch in dieser hier. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie das Ganze aufgebaut ist. Ursprünglich mal als Dry System patentieren lassen. Es sollte also den Rauch trockener machen und sollte vermeiden, dass die Pfeife sottert und etliche Ablagerungen, Feuchtigkeit sollte sich dort absetzen, ablegen. Und auch das ganz, also das bekannte P-Lippen-Mundstück, also das Lippenbiss-Mundstück. Hier sieht man es ein bisschen. Ich habe da so ein Pipe-Bit drauf, aber trotzdem das Zugloch oder das Loch ist eben nach oben gebohrt. Das heißt eben, dass der Lippenbiss klingt auch ein bisschen blöd, ist ein bisschen blöd übersetzt, der Rauch geht halt direkt auf den, nicht direkt auf die Zunge, sondern eben drüber hinweg, oben in den Mundraum. Das soll eben dazu führen, dass die Zunge nicht so stark belastet wird. Thema Zungenbrand sei da genannt, der eben vergleichsweise gering ausfallen soll. Ja, Petersen, mittlerweile oder eine Zeit lang sehr umstritten, ob die Pfeifenqualität noch gut ist, nicht gut ist. Ich kann es tatsächlich nur bei dieser Petersen Sterling Silver XL02 sagen, die made in Dublin ist, beziehungsweise made in Ireland ist. Super Qualität, eigentlich eine sehr unübliche, weil eben ganz normales Mundstück und was hieran interessant ist, auch eine 9 mm Filterbohrung drin. Also auch fast schon gar keine richtige Petersen mehr, wenn man so mag. Nichtsdestotrotz gibt es heute auch einen Petersen Tabak, ex-Dunhill, die Deluxe Navy Rolls. Und ich werde heute nicht in der kleinen Kilda rauchen, sondern ich werde mir heute hier die System 302 vornehmen. Auf dem Nickel ist sie sogar noch mit K und P Petersen gestempelt, was ich sehr cool finde. Klassische Systemstandard. Und es gab vor Urzeiten mal eine Anleitung von Petersen, wie man dann seine Systempfeife stopfen sollte. Weil viele werden es wissen oder man sieht es auch auf dem Bild, ich blende es nochmal ein. Das Zugloch ist meistens ein bisschen höher angesetzt.
Das führt ganz, ganz oft dazu, dass man eigentlich den unteren Teil des Tabaks gar nicht mehr richtig rauchen kann. Und deshalb gibt es da eine Technik, wie man diese Systempfeife stopfen kann. Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. So, also ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen Tabak vorbereitet und werde jetzt anfangen, diesen in die Pfeife zu bringen. Und zwar, indem ich das einfach reinfallen lasse. Ich werde jetzt wahrscheinlich relativ viel daneben kippen, weil ich über meinem Handy arbeiten muss. Aber das macht nichts. Also eigentlich erstmal nur reinfallen lassen, ist noch gar nichts passiert. Und jetzt, wo ich so, ja, ich würde mal sagen, wenn ich es komprimiere, ein Drittel des Füllvolumens habe, dann gehe ich hin und stopfe eigentlich in Richtung des Zugloches. Das sieht dann, ja, am Ende sieht es dann so aus. Und dann gehe ich hin und lasse wieder was reinfallen. Wieder, bis es oben angekommen ist. Das geht noch. So. Und dann drücke ich wieder nur hier vorne und mit dem Fingernagel in Richtung des Zuglochs. Hier kann ich ein ganz bisschen komprimieren. So, dass ich also ja alles ein bisschen schräg dort reindrücke. Zu guter Letzt gebe ich noch was oben drauf. Drücke das ein bisschen an. Nicht zu fest. So sieht es am Ende aus. Ich hab's jetzt nicht ganz vollgepackt. Ich zeige euch mal, wie das Ganze in der Grafik aussieht, wie Petersen sich das gedacht hat. So, die Pfeife ist also jetzt gestopft. Und als allererstes mal die Zugprobe. Sieht sehr gut aus. Also, als nächstes nehmen wir uns das Feuerzeug. Zünde sie eigentlich immer einmal an. Den aufbauenden Tabak drücke ich da ein bisschen runter und dann zünde ich noch ein zweites Mal final an. Und dann reicht es in der Regel auch. Ja, was soll diese Stopfmethode? Warum stopft man den Tabak nicht einfach so rein? Sehr, sehr gute Frage. Ich habe es tatsächlich auch immer so gemacht, hatte auch nie großartig Probleme. Es gab jetzt also nicht den Bedarf, irgendwas zu ändern, weil meine Petersen-Pfeifen alle nicht geschmeckt haben und die ständig ausgegangen sind und alles schlecht war. Die Idee dahinter ist jedoch, dass der Luftstrom halt das der Tabak schräg abbrennt in Richtung des Zugloches und ja, so der Tabak eigentlich auch der sich unter dem Zugloch befindet, dass der eben verbrennt und dann wieder so nach oben brennt. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Ich weiß es nicht, ich habe die Pfeife bisher immer so leer geraucht bekommen. Also
Ja, ich merke jetzt keinen gravierenden Unterschied, aber wenn ihr tatsächlich eine Bohrung habt, die sehr hoch sitzt, gerade bei Petersen Pipes, ist es durchaus mal eine Idee, das so anzugehen, weil es doch da, ja, Probleme geben kann. Ich persönlich finde es ganz gut so. Und als nächstes vielleicht nochmal einen kleinen Tipp, gerade für die Systempfeifen mit dem Reservoir, wie man sie eigentlich am besten sauber machen kann. Ich zeige euch das mal nicht an einem Beispiel, weil ich mit der Pfeife noch nicht durch bin. Aber gerade bei der hier kann ich es eigentlich mal eben vorführen. Zünden Sie gerade nochmal an. Damit ihr auch wirklich seht, dass ich hier nicht schummel und schneide. Das ist halt, wenn man die Pfeife anzündet, die ganze Zeit sabbelt und sie dann permanent ausgeht, sollte sich für die ersten Züge doch ein bisschen mehr Zeit nehmen. Nichtsdestotrotz, wir haben hier bei dieser Pfeife einen Army-Stecker. Das heißt, selbst wenn die Pfeife mal ein bisschen sottern sollte, ein bisschen blubbern sollte, gar kein Problem, Mundstück abgedreht, kurzen Pfeifenreiniger rein, den einmal durchknicken, Mundstück wieder draufstecken. Es ist ein Steckermundstück. Wir müssen uns hier keine Sorgen machen, dass uns hier sonst was passiert mit der Pfeife. Also die Petersen-Pfeifen sind robust gebaut. Das sind Arbeitspfeifen. Da wird nichts kaputt gehen. Also auch nach dem Rauchen kann man sie relativ zügig eigentlich schon reinigen, weil was wir vermeiden wollen, wir haben hier in dem Reservoirteil relativ viel Schmock, nenne ich es mal, also Flüssigkeit und auch sehr viel Feuchtigkeit, die wir eigentlich nicht im ganzen Pfeifenkopf haben wollen. Dafür haben wir eigentlich dieses System, dass es eben nur in dem Reservoir sich befindet. Das heißt, wenn ich fertig geraucht habe, lasse ich die Asche im Pfeifenkopf. Ich nehme das Mundstück ab, lege das Mundstück beiseite. Und dann nehme ich entweder ein Zebertuch, ein halbes, oder einen geknickten Pfeifenreiniger und mache hier schon mal den ganzen, ja, den ganzen Reservoirbereich sauber. Dann gehe ich hin, rühre die Asche durch, klopfe die Asche aus. Dann kann ich mit dem Pfeifenreiniger durch die Bohrung gehen, da schon mal sauber machen. Zu guter Letzt mache ich das Mundstück, dann mache ich nochmal den Pfeifenkopf von innen einmal grob. Und dann war es das auch. Also wichtig ist halt, dass uns der ganze, ja, Sotter nicht wieder zurück in den Pfeifenkopf läuft, weil, ja, wir machen uns doppelte Arbeit mit, das muss ja nicht sein. Und wie gesagt, keine Scheu, gerade den Army-Stecker einfach abzuziehen. Bei der hier sieht es ein bisschen anders aus. Da ist eben, ja, ein bisschen fragiler Schein durch das Sattelmundstück. Da gucke ich aber, dass ich die Pfeife möglichst aufrecht lagere. Noch einen kleinen Tipp zur Lagerung von eurer Petersen-Pfeife, wenn ihr nicht zufällig einen Pfeifständer dabei habt. Dann ist es ja so, die Pfeife kippt dann gerne mal zur Seite oder ihr legt sie einfach hin. Das führt wiederum dazu, dass euch der ganze Sotter aus dem Reservoir ins Mundstück läuft oder wieder zurück in den Kopf läuft. Da gibt es einen schönen Tipp. Ihr nehmt die Pfeife und dreht einmal das Mundstück so zur Seite und dann, na, ich habe ein bisschen zu wenig gedreht, also schon ruhig einmal komplett zur Seite wegdrehen. Dann könnt ihr sie hinlegen und ihr seht, dass der Kopf immer noch relativ aufrecht steht. Also keine Sorge. Army-Stecker abziehen, zur Seite drehen, alles gar kein Problem, auch während des Betriebs. Das ist insbesondere dann sinnvoll, wenn ihr tatsächlich mal nichts habt, wo ihr sie hinstellen könnt und sie nicht irgendwie auf den Tisch legen wollt. Macht es einfach so, dreht das Mundstück zur Seite, legt sie hin. Wenn sie dann ausgeht, ja, nehmt ihr sie irgendwann wieder auf, dreht das Mundstück wieder in die richtige Position und raucht ganz entspannt weiter.
Ja, im Großen und Ganzen, ich mag Petersen-Pfeifen. Ich hatte am Anfang das Problem, dass ich gerade die hier, die ich schon echt wirklich lange habe, auch oft geraucht habe. Und ich mich tatsächlich sehr schlecht um diese Pfeife gekümmert habe. Also ich habe sie natürlich von innen gereinigt, ganz normal, wie man das so macht. Und dann, großer Fehler, habe ich sie wieder zusammengesteckt und ins Regal gepackt. Das führt dazu, dass halt irgendwann dieser Pfeifenkopf von innen bestialisch anfängt zu riechen. Also bestialisch ist vielleicht auch übertrieben, aber es riecht einfach nicht gut. Da geht man hin, macht von innen einmal sauber. Ich nehme da ganz gerne mal einen Pfeifenreiniger, den ich ein bisschen in Zitronensaft lege, und dann wasche ich den hinteren Teil oder reibe ich den einmal mit dem Pfeifenreiniger mit Zitronensaft aus, gehe noch mit zwei, drei Pfeifenreinigern hinterher, bis es wirklich sauber ist. Das ist dann so die grobe Reinigung oder die große Reinigung. Und dann, ja, lege ich sie erstmal für tatsächlich 2, 3, 4 Tage nicht zusammengebaut irgendwo auf den Pfeifenständer. Und erst dann packe ich sie zusammengebaut ins Regal. Das heißt, die Pfeife braucht ausreichend Zeit, um einmal von innen durchzutrocknen. Gerade wenn das Mundstück draufsteckt, habe ich immer das Gefühl, dass der hintere Teil nicht ganz trocknet und dass da immer ein bisschen Feuchtigkeit drin steht. Ansonsten unkomplizierte Rauchgeräte. Kleiner Unterschied hier vielleicht die Petersen Kildare. Relativ geringe Wandstärke. Die sollte man dann schon ein bisschen vorsichtiger rauchen. Und ja, ich rauche ja ganz gerne mal ein bisschen zügiger. Und dafür ist dann so eine kleine Canadian vielleicht nicht genau das Richtige. Aber da rauche ich dann ganz gerne mal so einen schönen Latakia drin, der dann vielleicht auch ein bisschen Ruhe erfordert. Ja, das war's von mir zu den Petersen-Pfeifen oder zum Petersen-System. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen habt, gerne in die Kommentare. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar kleine Tipps geben. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis bald, euer Christian.